gibt tatsächlich diese. Servomat? Ich glaube ja. Ich gehe mal schnell rüber. 340 Kilo. Ich bin weg. Du bist hier. Auf geht's, komm. Yes. Vollgas. Easy, Vollgas, komm. Jawohl. So. Ja, für den Scheiß jetzt. Ja. Komm, 10 und dann aufhören, komm. Der braucht damit, komm. Auf geht's, komm. Komm, 10 und dann aufhören. Easy. Echt easy. So, wir machen jetzt weiter im Training, wir sind fertig mit dem Kreuzheben. Hannes steht schon drin, wir steigen um ins Rack. Haben hier ein massives Gerät mit der Sicherheitsablage. Wir testen jetzt die Sicherheitsablage aus, was geht. Ich habe das jetzt mal so relativ hohe Höhe, sag ich mal, für Rackbolts für mich persönlich eingestellt. Manchmal mache ich es auch ein Stück tiefer, aber wir haben jetzt schon ein bisschen was gemacht und ja. Um jetzt hier vor allem Lockout noch weiter trainieren zu können und da stark zu werden, weil jetzt demnächst dann noch ein Wettkampf ansteht. Da heben wir mit der Achse, das ist ein kleines bisschen höher mit so Reifen. Heben wir jetzt, wie gesagt, aus der Höhe vom Rack. So, jetzt fangen wir da an mit 4 Roden, sind 200, Stange und Sicherung sind 225. Steigen wir mal ein. Und dann werden wir uns ratzfatz steigern, um auf hohes Gewicht zu kommen. Viele sagen ja so, Rack Bulls und so bringen vielleicht nichts oder das ist ja kein Kreuzheben. Ja, ich muss sagen, mit Kreuzheben ist es nicht ganz vergleichbar, aber ich sag mal, Leute, die auch wirklich schwer heben, die wissen, was das mit Rack Bulls auf sich hat, weil halt einfach das so eine Dopingstelle ist, muss man erstmal schaffen, ab der Stelle sagen wir, wieder beschleunigen zu können. Weil oft ist es so, dass man vielleicht mit Spannung und gerade aus der Knie noch den Druck hat, das Gewicht erstmal hochzubringen, aber dann nichts mehr genug Gewalt hat, es durchzuziehen. Und das kann man halt da jetzt gut üben. Und von der Höhe würde mich interessieren, machst du verschiedene Höhen oder machst du dieselbe? Also ich sag mal, vielleicht höher mache ich es eigentlich nicht, weil ich meine dann, weil nur von hier darauf, das sind jetzt so, klar, schaut wahnsinnig aus, wenn man da riesige Zahlen hebt. Aber der Sinn dahinter ist, weiß nicht, das, außer dass man da das ganze Skelett, an Knochen und Gelenke wahnsinnig belastet halt. Klar, wenn man so riesig hohes Gewicht trägt, das ist natürlich eins, aber ich sag mal, die Wirkung dahinter, ja, dass man wirklich halt den Muskel auch irgendwo trainiert und da einen Reiz setzt, dass der Kopf und die Synapsen und also das Nervensystem was lernt, den Todpunkt besser zu überwinden, das ist ja dann irgendwie hinfällig und dann ist die Rentabilität ja in der Übung fraglich für mich. Ja, also wie Überlastung einfach, Überlastungsprinzip. Ne? Und Overload schaffen kannst du. So, machst du so auch. Johannes, wie hoch ist die Sicherheitsablage belastbar eigentlich? Dieses Ding hier, ich glaube 700 Kilo. Da sind wir noch weit entfernt. Das wird. Ja, wenn man jetzt vielleicht mal 3 bis 5 einfache Züge, wir sind ja auf jeden Fall warm vom Kreuzheben, das ist nicht das Problem. Und einfach um sich an die Höhe zu gewöhnen. Dann haben wir danach gar nicht lange rum, dann machen wir gleich 300 oder sowas und dann schauen wir mal, wo wir uns hinsteigern. Ja.
andere ist auch immer, wie weit du von der Stufe halt weg bist. Mhm. Je näher du dran bist, desto eher kann es halt auch wieder sein, dass du hängen bleibst. Weil du musst dir ein bisschen Platz lassen, dass du dich nach hinten lehnen kannst und mit den Knien dann quasi die Power Stairs nach oben schiebst. Mhm. Wenn du zu nah dran bist und so hochziehst, musst du schon fast einen Shrug machen und das ist mit richtig viel Gewicht, funktioniert das fast nicht mehr. Das heißt, wenn du eher mit den Armen lang bist, musst du dich schon ein bisschen weiter nach hinten stellen und dann mit den Knien das so drauf schieben. Fast so ein bisschen von der Position wie beim Atlasstein. So ein bisschen ähnlicher, genau. Und du kannst richtig das wirklich gegen die Oberschenkel, gegen die Knie, gegen die Oberschenkel lehnen und dann kannst du richtig mit den, deswegen jetzt dafür Power Stairs trage ich auch gerne Gewichtheberschuhe, weil du halt dann schon ein bisschen höher bist und dann nicht mehr so weit hoch musst wie mit normalen Schuhen. Okay, wieder was gelernt. Hast du die Aufnahme? Sehr gut. So. Auf geht's. Und dann bei der Power Stairs und schon zack, hoch. Und dann die nächste. Und dann die nächste. Ja, wir haben 355 Kilo für die Red Bulls, aber da hat Servo vom Boden schon mehr gezogen. Daher wird das wieder easy money. Auf geht's, komm. Komm! Auf komm, geht's, komm. Jawohl! Jawohl! Komm! Alles, komm! Okay. Jawohl! Yes! Der Sebo auch, das wissen wir jetzt aber die Stange ist der Wahnsinn. Ja, wie gefällt dir die Box? Das ist natürlich nicht kein Powerstairs-Implement, aber es ist improvisiert. Ja. Kann man mit arbeiten? Genau, improvisiert, aber nicht jeder hat Powerstairs zu Hause oder auch für sein eigenes Garagengym. Ist die Box definitiv super. Wir haben selber nur so Softboxen bei uns im Gym, aber die halten definitiv nicht so viel aus und die geben sehr, sehr viel nach. Jetzt, wenn ich das Gewicht hier drauf stelle und es gibt nach, habe ich natürlich nicht die Höhe, die ich eigentlich beim Wettkampf brauche. Genau. Und die gibt wirklich sehr wenig nach. Hält es auf jeden Fall aus, wenn du Power Stairs. Man sieht es, hier stehen jetzt 130 Kilo drauf, ist kaum eingesunken. Sinkt kaum ein, ja. Also ist super. Und es ist aber weich genug. Wenn ich jetzt Boxjumps machen würde, kann ich mich nicht verletzen drauf. Also kann man sich nicht wehtun, aber es ist stabil genug, dass es viel Gewicht aushält. Ich denke, man könnte bestimmt auch mit den schmaleren, wenn man jetzt Atlasstein zur Schulter macht. Zum Abwerfen. Genau, kann man mit Sicherheit auch die dünneren, zum Beispiel die 15er, zum Abwerfen benutzen. Mhm. Also hält super was aus, ja. Ich denke, je nachdem wie groß man ist, ich denke, an Sebo kann man auch das sogar zum Abwerfen benutzen. Genau, ja. Aber definitiv, wenn man jetzt nicht die Möglichkeit hat, sich selber Power Stairs zu bauen oder das eben auch vielleicht für Sandsack-Loads, man kann die übereinander stapeln, dass man Loading-Disziplinen jetzt mit diesen Softboxen macht, definitiv eine gute Alternative. Das ist wirklich eine geile Idee. Tatsächlich, ja. Die Höhe ist ja auch... Genau. Ja, du kannst sie auseinanderbauen. Du kannst sie jetzt halt als Crashpad benutzen, für wenn du Stein zur Schulter machst. Du kannst sie übereinander stapeln, kannst ein Loading damit machen, kannst Sandsack draufschmeißen und brauchst du nicht extra irgendwie das Holz was basteln. Sehr coole Idee. Ja. Das ist sehr schön. Das können wir auch.
3,85 im Rack. Ja. Auf geht's, Nebo, komm! Ja. Auf geht's, komm! Komm, komm! Komm schon! Ja. Normalerweise ist es recht schmerzhaft in der Ellenbeuge, aber wir haben die Achse und da verteilt sich das ein bisschen. Genau, mit der Achse ist es definitiv angenehmer für den Bizeps. Man muss sich jetzt nicht unbedingt quälen und sagen, oh, ich bin so ein harter Typ, ich mache das mit normalen Stange. Da ist eher wichtiger, dass du eigentlich den Bizeps schonst, weil bei der Zecherbeuge ist es eher wichtig, der Fokus halt auf Stabilität im Oberkörper, dass du den oberen Rücken schön anspannst, dass du den Brace gut in der Mitte halten kannst, dass du nicht einknickst bei der Zecherbeuge, und da sollte der Fokus eher darauf liegen und man sollte nicht abgelenkt sein vom Bizeps. Und vor allen Dingen, wenn man eh gerade die ganzen Strongman-Disziplinen, Loading und alles, du hast eh den Bizeps schon so unter Belastung, da wäre es nicht so gut, wenn wir da unnötig noch weiter Belastung drauf bringen. Deswegen mit der Achse ist definitiv eine angenehmere Übung und muss noch ein bisschen fester im oberen Rücken bleiben. Was man natürlich auch manchmal sieht, ist dieses, nach vorn fahren, da kriegt man keine Luft mehr. Ne? Genau. Da geht da wirklich die Lunge leer und man hängt da eine Art Kyphose und kommt nicht mehr hoch. Genau, das ist wichtig. Richtig Latt anspannen, richtig fest, richtig reinrudern an sich, schön aufrecht bleiben. Und wichtig ist, dass du die Spannung in der Körpermitte nicht verlierst. Also der Brace muss da sein. Sobald du hier die Spannung verlierst, also die Verbindung zwischen deinem Unterkörper und Oberkörper, dann ist es, dass man anfängt eben einzufallen. Also da ist eben der Fokus wirklich richtig fest bleiben, sauber hier in die Mitte reinatmen, sich darauf fokussieren, fest bleiben. Weil sobald das hier locker wird, dann fällst du nach vorne. Sehr cool erklärt. Dann mal go. Ja, die Meister ihres Fachs, die Meisterin und der Meister, die werden sich jetzt nochmal meisterlich an der Hexwahl versuchen. Die ist ja auch meisterhaft gefertigt. Ist aber gut mit den Wortwitzen. Und wir sind sehr gespannt, wie hoch das heute hier hinausgeht, denn wir hatten schon einige krasse Leistungen heute, wie ihr sicher bestätigen könnt. Schauen wir mal. Ja, schauen wir mal, was noch geht. Letzte Übung für heute. Kleines Assistenzkreuzheben. Los geht's. Let's go. Anders als beim normalen Kreuzheben kannst du viel mehr den Quadrizeps benutzen, weniger untere Rücken. Ich auch eine ganz gute Assistenzübung, um beim Kreuzheben wieder mehr den Quadrizeps zu benutzen, weniger die hintere Kette. Würde ich auch als Assistenzübung mitnehmen fürs normale Kreuzheben, als Kombination mit rumänischem Kreuzheben. Ja, und die Startposition da ist genau. Rumänisches Kreuzheben für hinten, Hexbar ist ganz gut, nochmal ein bisschen für vorne. Und die Startposition ist relativ hoch. Startposition ist relativ hoch. Könnten wir aber rumdrehen jetzt natürlich, gell? Ja. Genau, du kannst umdrehen, dass die Startposition ein bisschen tiefer. Das kommt, finde ich, am ehesten ans Autokreuzheben ran. Also wenn man kein Autokreuzhebegestell hat, denke ich, kann man ganz gut mit der Hexbar, weil du ein bisschen mehr so dieses Beinpress-Movement hast, wie beim Autokreuzheben auch. Du brauchst weniger Unterrücken, mehr Quadrizeps. Also wer kein Autokreuzhebegestell hat, ist die Hexbar auch definitiv eine gute Alternative zum Trainieren fürs Autokreuzheben. Mhm.
Ja, liebe Freunde, das war die heutige Episode Meister Ihres Fachs, Meisterinnen Ihres Fachs auch heute zum ersten Mal, weil ich es sehr schön finde persönlich, dass wir auch mal eine Dame dabei haben, was sich in Zukunft auch öfter wiederholen wird, sehr wahrscheinlich. Und wir haben spektakuläre Leistungen gesehen. Ich hoffe, es konnte euch motivieren. Auch vieles Neues gelernt, Kniffe und Tricks der Profis. Und aus meiner Sicht herzlichen Dank dafür. Was sind eure letzten Worte, die ihr euren Fans und Freunden noch mitgeben wollt? So, ich fange Ladies First. Vielen Dank schon mal für die Einladung. Freut mich sehr, dass auch jetzt die weibliche Seite mit dabei ist. Ich gebe immer gerne allen Mädels mit. Unterschätzt euch nicht, traut euch ruhig ans Eisen. Fangt einfach an und macht. Und ihr unterschätzt euch meistens. Ihr schafft wesentlich mehr, als was ihr denkt. Das ist immer so meine Message. Und hat sehr viel Spaß gemacht hier. Super Equipment. War echt tolle Erfahrung. Schön. Vielen Dank. Sehr gerne. Danke, dass du da warst. Ja, von meiner Seite aus gibt es viel zu sagen. War super Training. Sonny ist bernd stark. Trainiert er momentan auf Worlds Strongest Woman hin. Ich glaube, da hat sie wahrscheinlich gute Chancen. Steckt gut im Futter. Gute Performance hat abgeliefert. Ja, der Johannes, top Mann. Ich freue mich, dass man da ADX mich jetzt der Max noch ein Stück unterstützt an der Seite. Das war ja schon mal an der Seite Sache und herzlichen Dank schon mal dafür. Ich danke dir auch. Ganz herzlich. Natürlich. Ja, ansonsten die Trainingshalle hier. Ich glaube, jeder, der sich allgemein das Equipment von ADX anschauen will, ist mit Sicherheit hier herzlich willkommen. Ich bist ja auch auf Instagram und so vertreten. Ja, ja, definitiv. Johannes Lierfeld, also wer Bock hat, da irgendwie Kontakt aufzunehmen. Ehrlich, einen Button oder sowas von ADX braucht, wendet euch an den Johannes. Ja, so viel Werbung jetzt erstmal gemacht. Ist mir aber nicht gesagt worden, dass ihr das machst. Ja, habe ich schon. Ich bin gerade überrascht. Nee, also mich freut es tatsächlich. Es ist ja nicht so selbstverständlich, dass das so von sich geht. Ich bin jetzt gerne heute hergekommen, hat mich echt gefreut auf die Einladung. Wir haben mal ein geiles Training zusammen abgeliefert. Super. Hat gut funktioniert alles soweit. Also ich bin echt begeistert auch so von der Qualität von der Stange, habe ich ja vorhin im Video schon mal gesagt. Ich meine, ist ja tatsächlich so, ist auch der Grund, warum wir so in Kooperation kommen. Ich habe jetzt bei mir zu Hause im Keller, wir haben schon circa fast 13 Jahre trainiert. Ich habe schon einige Stangen daheim zerlegt, also so Billigstangen, und ich habe aktuell auch eine Stange. Man kommt immer so eine gewisse Unzufriedenheit mit. Man könnte ja immer was Besseres haben, ist einfach so. Und also ich muss jetzt wirklich sagen, so die Qualität, was ich heute in der Hand habe, vor allem die russische Stange, wie heißt sie nochmal anders? Russian Bar, Nachbau der Leningradka. Also mit der 80er. Die haben jetzt heute hart rangenommen, war ich echt begeistert. Die Stange hat sich gut angefühlt und das System außen, das aufzuziehen und alles, ist geil. Geht echt easy. Ganz viele fragen mich, was brauche ich, um Strongman zu werden und. Ich sag's euch ganz ehrlich, ihr braucht kein höchstes Kampfgewicht, ihr braucht eigentlich überhaupt keine spezielle Spezifikation oder sonst irgendwas. Ihr braucht einfach mal das Herz und den Mut, einfach mal anzufangen. Bewegt euren Arsch und dann geht es irgendwann einfach mal los. Und jeder fängt mal klein an und nicht jeder muss gleich 300 Kilo heben oder sonst irgendwas. Das dauert. Und das kommt mit der Zeit und vor allem übertreibt es auch nicht immer direkt. Da kann ich noch was dazu anschließen, und zwar: Ein Titel definiert nicht euch als Person. Das verstehen immer ganz viele nicht, dass sie denken, ich bin erst was wert, wenn ich der stärkste Mann Deutschlands bin oder wenn ich die stärkste Frau Deutschlands bin. Jetzt konnte ich dieses Jahr nicht mitmachen, deswegen bin ich immer noch die gleiche Sunny. Deswegen fahre ich jetzt trotzdem noch zum Wettkampf stärkste Frau der Welt. Ich konnte halt jetzt einmal nicht mitmachen, deswegen ändert sich mein Leben nicht, deswegen bin ich nicht weniger wert. Und die Fans, die deine Fans sind, bleiben immer deine Fans, egal ob du ganz oben auf dem Top-Level bist oder mal einen Rückschlag hast. Jeder Mensch hat Rückschläge, die gehören dazu und man darf einfach nur nicht aufgeben. Ja, wunderbare Abschlussstatements aus meiner Sicht. Kann ich nichts hinzufügen, finde ich richtig toll. Also schön auf den Boden nehmen. Hannes, an der Stelle nochmal danke, dass du jetzt in Kooperation von der Firma ADX so an der Stelle unterstützt. Ich meine, das hilft uns alle, klar, auf einem gewissen Profi-Niveau noch weiterzukommen. Das ganze, Sport ist eine günstige und so weiter und so fort. Und herzlichen Dank dafür. Gell? Sehr gerne. Ich habe eine Sache immer gesagt, wenn man als Profiathlet nicht zu Hause die Möglichkeit hat, zumindest seine Grundübungen zu machen, das ist eigentlich ein Skandal. Ja. Wenn ich höre, wie manche Leute fahren eine Stunde zum Training hin, sind kaputt, fahren zurück nach 3 Stunden Training. Ja. Also du musst eigentlich die Treppe runtergehen können in den Keller oder ins Carport oder was auch immer und dann loslegen können. Ist meine Meinung dazu. Also so viel dazu. Ich mache es sehr, sehr gerne. Yes. Perfekt. Bis zum nächsten Mal.